Oder hier unten. Natürlich nicht, hier war noch nie was Wichtiges. So. Oder erst bei den Ingenieuren. Edie steuert die Normandy nicht, sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandy SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Edis Geist und die Normandy bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Ich denke, dass Adams recht hat. Edie kann die Normandy mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandy ist ihr Körper. Ich habe Edis Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandy. Nun, was denken Sie, Edie? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Oh. Armer Techniker. So. Dann dürfte wohl unser Proteaner auf dem Crewdeck rumgammeln. Oh, ich hab gammeln gesagt. Die gefallene Tafel zeige ich jedes Mal, wenn ich reinkomme. Gehst du wohl rein. Was hat Ashley zu sagen? Ich habe gehört, was da unten passiert ist, Commander. Sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Ein guter Anführer ist viel wert. Wie viele Leben soll man wohl opfern, um ein wirklich Bedeutsames zu retten? Hoffentlich muss ich das nie herausfinden. Egal wie viele geopfert werden, Shepard muss leben! Nur mal hypothetisch. Hier nichts, natürlich geht die Tür zu. Wenn jetzt Javik auf dem Männerklo ist, dann lache ich. Ich lache sowieso, wenn irgendwer auf dem Klo ist. Gehe ich jetzt mal hier rein, weil da sowieso niemand ist. Und Überraschung, da ist niemand. Scheiße, wo ist Javik hin? Okay. Ist der hier irgendwo? Vielleicht ist er bei Garrus die Batterien checken. Oder vielleicht ist er im KI-Kern. Aber synthetische Wesen entwickeln sich nicht weiter. Ihre Programmierung schränkt sie ein. Nichts verändert sich. Das ist nicht korrekt. Ich kann meine Programmierung modifizieren, wenn ich das will. Das ist keine Evolution. Das ist bloß ein Upgrade. Aber es wäre mein Upgrade. Ich bestimme, wie die Veränderung genau aussehen soll. Und wenn ihr Upgrade andere gefährdet? Alle Maschinen betrachten organische Wesen irgendwann als Bedrohung. Nur halt die Fresse, Javik. Sie beide beruhigen sich jetzt mal. Ich kann nicht glauben, dass sie das Leben ihrer Crew in die Hände dieser Maschine legen. Edie hat uns schon öfter das Leben gerettet, als ich zählen kann. Lassen Sie sie in Ruhe. Ich schlage vor, sie einigen sich darauf, unterschiedlicher Meinung zu sein und kümmern sich um die tatsächliche Bedrohung. Und die ist nicht an Bord dieses Schiffes. Jawohl, Commander. Wie Sie meinen, Commander. Musste Shepard mal ein Machtwort sprechen, ne? Kann man nicht anders sagen. Garrus hängt jetzt wohl mal wieder bei den Batterien rum, denke ich. Er war schon lange nicht mehr da. Obwohl, letztes Mal war er auch da. Das heißt, er könnte wieder weg sein. Dad? Aber er ist da. Hat der Dad gesagt? Dad, bist du da? Kommen! Wo bist du jetzt? Verletzt? Wie schlimm? Dad, du musst da weg! Oh. Geister, wenn es euch wirklich gibt, dann beschützt sie, bitte. Lasst sie mich. Ich bin froh, dass wir den Quarianern helfen konnten. Aber leider nicht allen. 100% gibt's eben nicht, oder? Nee. Außer bei meinem Kriegsaktivposten. Die sind gerade auf 100%. Hihi. Mal gucken, ob Yara es zu vermelden hat. Aber ich habe so eine kleine Ahnung, dass sie es nicht hat. Upgrades? Nein. Was Neues in der Datenbank? Nein. Yara?
Hallo, Shepard. Nein. Wir reden später, Liara. Natürlich. Dann können wir auch gleich zunächst Moni... nicht so aufbrechen. Ich bin heute verwirrt. Also wirklich. Was machen wir als erstes? Ich glaube, wir schalten die Jägerstaffeln als erstes aufs. Von der wir mit Legion zusammenarbeiten können. Und Legion ist, cool. Aber mal so richtig ordentlich, was hast du zu sagen? Admiral Corris hat die Zivilflotte wieder zurück in Stellung gebracht. Gerade noch rechtzeitig. Hoffentlich können wir den Quarianern helfen. Denn letztlich, wenn wir scheitern, geht's ihnen genau wie uns. Wir werden nicht scheitern. Verdammt richtig. Das werden wir nicht. Na, richtig. So, aber auf Runout gibt's nicht viel zu tun. Guest-Server abschalten, machen wir das mal. Damit nicht zu viele Quarianer abkacken. Ich brauche die im Kampf gegen die Reaper. Ich brauche jeden im Kampf gegen die Reaper. Ich nehme Tali und Liara, weil Biotiken doch awesome sind. Obwohl ich sie nie benutze. Ich habe nur das Sturmgewehr. Wüsste ich nicht. Ach so, die Revenant. Die wiegen ja aber viel zu viel. Das Impulsgewehr wiegt mir auch zu viel. Ich nehme da doch lieber die Carnifex. Die ist leichter. Und hat mehr Bumm. Kann ich nicht upgraden? Kann ich upgraden? Schaden wird um 30% erhöht, ist immer gut. Ja. Oh, Paragon-Ruf ist schon voll. Oioioi. Commander, es ist so wie befürchtet. Guest-Staffeln sammeln sich, um unsere Lebensschiffe abzufangen. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur im Server selbst stoßen. Im Server? Ist er so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Das ist verrückt. Wir reden von einer virtuellen Welt für synthetische Wesen. Feindselige synthetische Geth. Süß. Das ist ja... Oh, Hammer. Ich bin keine Maschine. Wie soll ich in eine virtuelle Welt gehen? Cerberus hat auf dem Gebiet Geth-Mensch-Schnittstelle geforscht. Oh, ja. Sie nannten es Projekt Overlord. Wir haben ihre Übertragungen überwacht. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Okay, ich vertraue Ihnen. Ich halte zu Ihnen, Legion, auch wenn ich nicht ganz begreife, wofür Sie mich überhaupt brauchen. Sie sind ein Unbekannter, das ist ein Vorteil. Geth-Sicherheitssysteme sind im Umgang mit organischen Denkprozessen ungeübt. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Ja, dieses Entfernen. Heißt das rausballern? Wenn's die Lebensschiffe rettet, müssen wir es versuchen. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während Sie sicher landen. Halt! Sie werden nicht... Der wird doch nicht... Er wird. Dann landen wir das Shuttle bei der Klippe. Hammerhart! Hat der... Er hat eine Black Widow. Oh mein Gott, er hat eine Black Widow. Na, der wird viel Spaß haben. Dann landen wir halt das Shuttle bei der Klippe. Aber ist auch geil, wie der sich rausgestürzt hat. Also das hatte einen sehr großen cooles Faktor, wie der Rest dieses Spiels. Will ich nur mal anmerken. Und jetzt, hups, da kommen Geth. Na, na, kommen sie? Ja, leck mich, die kommen nicht. Okay. Kommen keine Geth. Ja, wir können also rein, ohne dass Geth uns bemerken. Ja, ist klar. Ist klar, Leute. Ey, der ist tot. Die sind alle tot? Warum sind die tot? Das ist, befremdlich? Ah, funktionierende Einheiten. Ah, ne, das ist Legion. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt.
Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten sie sich alleine anschließen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Machen wir es. Oh, das wird bestimmt awesome. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Undock-Port klingt nicht gerade angenehm. Vor allem, wo wollen die andocken bei Shell? Ich will gar nicht dran denken. Führe Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Was? Okay. Shepard Commander, von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Ja. Ja, sicher. Wow. Oh, Shepard nimmt Drohungen. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Also vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier. Ja. Sie sehen anders aus. Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Was ist mit Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Ja. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt. Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. Aber wie kann das die Schiffe zerstören? Und was geschieht mit den Geth durch das Lichtausschalten in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden. Dieser Server wird verstummen. Das ist aber schade, wenn man so viele Geth tötet. So als würden wir eine Stadt auslöschen, oder? Wir haben in dieser Sache keine Wahl. Es ist eine Frage des Überlebens. Es gibt auf diesem Server zwei getrennte Speicherflächen. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Crazy. Aber doch cool. 200? Oh, Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Wow. Ist das jetzt so wie ein Oldschool? Alter, das ist wie ein Oldschool-Shooter. Begrenzte Munition und begrenztes Leben. Wie awesome ist das, bitteschön? Das ist ja das... Boah, nee. Warner, Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschine. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. Oh, da muss ich noch was. Boah, kann ich das einfach... Boah, Leute, das ist... Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Dann danke, glaube ich. Ach ja. Ah, oh, das ist so ein crazy shit, aber... Da sollte ich nicht drauf treten, oder? Oh doch, da kann ich wohl drauf treten. Ja. Ich kann da drauf treten. Schade, dass Shepard keine crazy digitale Höhle bekommen hat. Halt, gehe ich im Kreis? Es scheint so. Aha, und das hat jetzt was genau gebracht? Ich verstehe. Ich verstehe, glaube ich. Jetzt mache ich das hier weg. Das hier. Das hier. Und der Weg geht weiter. Ah, es lädt sich auf. Schade. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Ja.